Hallo, heute werden wir über das erweiterte Spermogramm sprechen. Wenn ein Paar länger als ein Jahr keine Kinder hat, muss das erweiterte Spermogramm untersucht werden. Spermatozoen werden im Hoden geboren, in den Nebenhoden reifen sie, beenden die Schule und erhalten eine höhere Bildung. Sie passieren die Samenwege, wo sie mit Fructose angereichert sind. Fructose ist der wichtigste Energieversorger für Spermatozoen. Die Prostata ist das zweite Herz eines Mannes. Hier wird die flüssige Teil des Ejakulats produziert. Prostatasaft, der reich an Enzymen, Aminosäuren, Spirenstoffen ist, die für die lebenswichtige Aktivität von Spermatozoen notwendig sind. Zink ist für eine Arbeit verantwortlich. Das erweiterte Spermogramm enthält einen NDA-Test, der um den Prozentsatz an reifen Spermatozoen Fructose, die uns über die Arbeit der Samensbläschen erzählen wird, zeigt. Zink wird uns die Frage beantworten, wie die Prostata funktioniert. Und die DNA-Fragmentierung wird uns den Prozentsatz der gebrochenen DNA-Stränge im Kopf der Spermatozoen zeigen.